4 Uhr morgens im Seekanal vor Warnemünde. Christian Subkleff, der Chef der Lotsenbrüderschaft Rostock, hat heute die erste Schicht übernommen. Also AIDA Diva soll um 6 besetzt werden. Ja, dann ein Schiff um 6.30 Uhr, die Aura, die Ebba um 7. Aber ich habe die andere, diese Costa Favolosa, noch gar nicht drauf. Normalerweise sollte der 5.45 Uhr besetzt werden, also vielleicht hat er etwas Verspätung. Jetzt ist er. Christian Subkleff soll die Viking Star in den Hafen holen. Ein Erstanlauf. Kapitän und Schiff waren noch nie in diesen Gewässern. In solchen Fällen muss der Lotse immer besonders aufpassen. Yes, that's correct, Captain, but we are coming to you now and pilot letter, port side, 2 meters above the water. And boarding speed about 7 knots. So große Kreuzfahrtschiffe haben Lotsenpflicht. Und an diesem Morgen haben sich sogar 3 Ozeanriesen in Rostock-Warnemünde angemeldet. Dazu der normale Fährbetrieb nach Skandinavien. Frachtschiffe und Sportboote. Da wird das Gedrängel besonders groß. So, mach's gut, ne? Kreuzfahrtschiffe sind Christian Subkleff die Liebsten. Die haben eine bequeme Einstiegsluke und keine wackelige Jakobsleiter. Brand new ship. Yes, it's a brand new ship. Das ist ja alles, riecht ja noch nach Farbe sozusagen. Good morning. Die Brücke ist immer nur spärlich beleuchtet, damit die Besatzung die Signallichter der anderen Schiffe besser sehen kann. Jo, besetzt mit Subkleff, Tiefgang 660 und wir wollen dann einlaufen zum Liegeplatz P4. So, dann gehen Sie mit Steuerbord ran, ja? Ich wollte ihn fragen, ob er im Werftbecken drehen will. So we're gonna go. Kapitän Gulag Svalastok ist auf Jungfernfahrt mit der Viking Star. Sie ist nagelneu, 6 Wochen alt. Von Venedig aus ging es über viele, viele Häfen nach Norwegen, wo das Schiff am 17. Mai getauft wurde. Ist natürlich alles vom Feinsten. Ist auch besonders leise, das muss man schon sagen. Ja. Also ist gut, gefällt mir gut. Erstanlauf mit einem nagelneuen Schiff. Da darf erst recht nichts schiefgehen. Die Bordwand hat noch keinen einzigen Kratzer. Warnemünde Traffic, Viking Star. Viking Star, Warnemünde Traffic. Ja, also wir drehen dann im Werftbecken und gehen mit Backbordseite ran. So, Warnemünde Werftbecken auf der Wendeplatte dann drehen. Ja, okay, gut, Backbord. Sie können dann weiterkommen. Alles klar, danke. Anspannung herrscht auch auf dem Festland. Im Supermarkt mitten in Warnemünde. Es ist früh am Morgen, der Laden noch geschlossen. Aber hinten im Lager laufen die Vorbereitungen für diesen Dreifachanlauf mit Hochdruck. Sogar in den Gängen stapelt sich die Ware. Marktleiter Frank Bertoni muss noch Schokolade nachlegen. Die Regale in der Süßwarenabteilung sind zwar schon bis zum Anschlag vollgestopft, aber vorn an der Ecke in Reihe 2 ist noch Platz für 5 Kartons. An Tagen wie diesen kommen sie kaum hinterher mit Schokolade, Pralinen, Riegeln und anderem Süßkram. In ein paar Stunden, sagt Frank Bertoni, ist hier der Teufel los. Ausverkauft zu sein, das wäre das Schlimmste für den Vollblutkaufmann. Das wird hoffentlich reichen fürs Erste. Heute ist dreifacher Anlauf. Wir haben heute 3 Schiffe drin in Warnemünde. Und dementsprechend viel Besatzung und auch Urlauber. Und diese wollen alle Schokolade kaufen. Über die Gründe für den Schokoansturm wird viel spekuliert. Wir vermuten, dass sie das als Geldersatz nehmen in ihren Heimatländern. Weil die kommen ja aus verschiedenen Ländern, Simbabwe und sowas, gerade afrikanisch. Wir vermuten es als Geldersatz, als Handelsware. Die Süßwarenabteilung ist bereit für den großen Tag. 250 Kilo Schokolade. Von ganz billig bis nicht so teuer.
Ja, erstmal ist es voll. Ne? Wir hoffen, dass das heute was wird. Das wird heute noch zwei, dreimal aufgefüllt werden. Ne? Ansonsten reicht das nicht. Mittags wird ein LKW mit einer neuen Lieferung erwartet. Frank Bertoni muss aber vielleicht sogar noch mehr Schokolade nachbestellen. Der Kreuzfahrtkalender ist im Sommer die Basis für den Einkaufsplan. Wir suchen uns aus dem Internet einen Schiffsplan raus, wo wir die Anläufe sehen. Wir haben jetzt zum Beispiel am Donnerstag zwei Schiffe gehabt, am Freitag heute drei Stück. Ja. Dann wissen wir ungefähr, wie viel wir brauchen. Da geht ordentlich was. Das ist Geld, was wir da einnehmen. Und das ist ja das, was wir wollen. Das ist unser Ziel. Die Viking Star hat 930 Passagiere und 600 Crewmitglieder. Alles potenzielle Kunden für den Warnemünder Einzelhandel. Warnemünder Treffweg, Viking Star, passiert die Mohlen. Das Einlaufen in Warnemünde verschlafen die meisten Passagiere. Auf der Brücke ist man allerdings hellwach. Der norwegische Kapitän will das Schiff vor dem Anlegen noch einmal drehen. Quasi in Fluchtrichtung. Damit das Ablegen abends schneller geht. Wir drehen das Schiff jetzt hier im Werftbecken. Ja, ist ein Durchmesser von 290 Meter. Also der Dampfer hat hier 228 Meter, also geht das gut. Rein rechnerisch knapp 30 Meter Platz vorne und hinten. Aber nur, wenn man genau bis in die Mitte des Werftbeckens hineinfährt. Gulaik Svalastok will es sportlicher und startet das Manöver ein bisschen eher. An einer Stelle des Werftbeckens, die noch keine 290 Meter Durchmesser hat. Dann sind es plötzlich nur noch ein paar Meter zwischen Ufer und Schiff. Aber der Norweger beherrscht sein Handwerk. Alles halb so wild. Der Lotse kann aufatmen. Ich wollte eigentlich, dass er ein bisschen weiter reingeht ins Becken, aber er meint, das geht so. Aber ist natürlich eng, den Achtern. Aber geht klar. Das Wenden dauert 20 Minuten. Der Seekanal ist in dieser Zeit für alle anderen Schiffe komplett blockiert. Die Festmacher, Viking Star, schönen guten Morgen. Ja, die Festmacher hören, schönen guten Morgen. Jo, steht ihr da schon da, wo am besten kurz nach der Fähre, die da liegt? Ne? Ach so, ja, ich sehe das Licht jetzt. Da soll die vorspringen, ja? Ja, so ungefähr. Okay, danke. Bis gleich. Jo, bis gleich. Kurz vor sechs. Die Sonne und das Anlegemanöver locken die ersten Passagiere an die Luft. Dann ist die Viking Star fest an Liegeplatz 4. Finally alongside. So, wir haben angelegt. Wonder, 15, minutes before, 15 Minuten früher als geplant. Okay, Captain. Thank you very much. See you later. 11 o'clock, I'm here. Oh yeah, you're coming back. But that's now for you. Christian Subkleff hat noch ein Fähnchen der Lotsenbrüderschaft im Gepäck. Als kleines Willkommensgeschenk für den Kapitän und die Viking Star. Moin Christian. Ja, wir sind fest, Liegeplatz P4 und wollen 18:30 heute wieder los. Fest P4 und 18:30 wieder los. Alles klar. Ja, dann schönen Feierabend oder geht's noch weiter? Geht noch ein bisschen weiter. Ich komme nachher noch mal kurz hoch. Tschüss. Ja, ist gut. Ist ja auch viel zu tun heute. Jo, tschüss. Tschüss. Dreifachanlauf. Das klingt auch in seinen Ohren wie Musik. Wenn die Kreuzfahrer kommen, dann wittert er das große Geschäft.
Bernd, oder besser Bernd Diamond Bernstein, wie er sich nennt, ist Straßenmusiker. Und er hat sich schon ein bisschen eingestimmt auf die vielen internationalen Gäste. So, ja, und Johnny Cash mache ich zum Beispiel Heard Yet. Okay? Und Johnny Cash kannst du spielen, wo du willst. Bei Jung und Alt kannst du Johnny Cash, kannst du... Das kommt immer gut an. Und CCR natürlich auch, gell? Wenn du Batman Rising spielst oder so, oder Proud Mary, weißt du, das sind einfach geile Nummern und die... So was wollen die Leute hören. Schönen Rhythmus wollen die hören. Außerdem sind heute 3 Schiffe da. Ich glaube, heute werde ich Millionär, du. Ich glaube, heute, ich brauche 3 Hüte. Für jedes Schiff brauche ich einen Hut. So, Kinder, das Ding habe ich mir gestern gebogen. Sieht aus wie ein Dynamo Dresden-Abzeichen, gell? Stimmt doch, oder? Dynamo Dresden hat das ein Ding, gell? Das ist für die Beschwerde, nicht für die Beschwerde. Für die, dass der Hut nicht wegfliegt bei Wind. Uhr, die Show beginnt. Searching for an heart of gold. I've been in my mind, searching fine line. Publikum zunächst nur vereinzelt. Es ist zu früh. Aber alle großen Schiffe sind noch gar nicht da. Moin, wunderschön. Die Viking Star war heute mehr als pünktlich. Und eigentlich sollte jetzt noch ein wenig Zeit sein, bis die nächsten großen Pötte einlaufen. Aber Lotse Kai Behnke hat schon Order, zur Aida Diva rauszufahren. Die kommt heute um einiges früher als geplant. Genauso wie die Costa Favolosa. Das schöne Wetter in Warnemünde lockt. Kai Behnke klettert nicht das erste Mal an Bord der Aida Diva. In der Kreuzfahrtsaison kommt sie alle 10 Tage mal vorbei. Und da hat der Lotse öfter mal das Vergnügen, den 250 Meter Koloss an die Kaikante zu bringen. Aida Diva, Warnemünde Traffic. Behnke, 27, P7, Backbord, drehen, werft. Dann haben wir nämlich garantiert den Arsch frei. Aha. Und dann kann Hacke vorne durchlaufen. Ja, ist klar. Das heißt, nehme ich den Bug erstmal hier rein, lass das Heck runterklappen und das. Genau, genau so ist es. Wir können schön Dichtkante fahren. Also wir fahren nicht ganz so Dichtkante. Mhm, wir fahren so, dass wenn wir hier mittig reinfahren, dass wir Bugstrahler und Heck nehmen können zum Drehen. Ja, ist klar. Läuft. Ja? Okay, dann machen wir super. Das. Und wir können auch ruhig ein bisschen weiter reinfahren, dann haben wir es einfach, es ist wie bei den 2 Zügen. Ja? Ja, bis 130 kannst du kommen. 130? Ja, 130 kannst du drehen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben jetzt ein bisschen mehr Wind. Dann haben sie auch mehr Strom und dann wird das Schiff für den Kanal schon relativ groß. Oder andersrum, der Kanal wird klein. Und dann machen sie es. Die fährt dann übers Fahrwasser Warnowerft. Sie müssen das bitte berücksichtigen. Dann parallel vorbei. Yes, Mitchell. Lass ihn drehen. Sonst bist du gleich an Rot. Yes. Warnemünde-Traffic, Aida Diva, jetzt Seekanal. Ganz so entspannt wie sonst sind Lotse und Kapitän heute nicht. Unmittelbar vor ihnen fährt die Costa Favolosa im Seekanal. Mit einer Länge von fast 300 Metern heute der größte Kreuzfahrer in Warnemünde. Dazwischen hat sich noch der Kabelleger Aurora gedrängt. Kai Behnke versucht, cool zu bleiben. Warnemünde-Traffic, Aida Diva, Molein kommt und dann wie angekündigt drehen, werft. Und dann nach P7 Backbord. Der Dreifachanlauf der Kreuzfahrtschiffe. Dazwischen das ganze Gewusel von Fähren und Ausflugsdampfern. Ja, wir haben 6-7, ist gut. Ja, wir müssen ja sowieso ein bisschen langsamer werden da vorne. Ist gut, lass laufen. Auch für den abgebrühten Lotsen kein alltägliches Ereignis. Die Aida ist gut 30 Meter länger als die Viking Star. Und die hatte ja auch schon ein paar Engpässe beim Wendemanöver. Trotzdem lässt Lotse Behnke es sportlich angehen. Er will den Kreuzfahrtriesen dort drehen, wo die Einfahrt kaum breiter ist als das Schiff lang.
Heck noch ein bisschen drehen und schon mal rankommen. Und dann kannst du vorne schon fast schlottern. Aber noch mal laufen lassen. Alles gut. Es wird nicht eng. Solange eine Zeitung zwischenpasst, ist alles gut. Und sie bekommt den schönsten Parkplatz. Die Schöne mit dem Kussmund. Stopp mal vorne, Strahler. Stopp mal, Strahler. Kommst du dicht? Direkt vor dem Kreuzfahrtterminal. Wenn die Riesenpötte nach Warnemünde kommen, dann hat sich einer darauf schon monatelang vorbereitet. Eigentlich ist er auf den Kreuzfahrtschiffen zu Hause. Zumindest so oft es geht. Die übrige Zeit träumt er in seinem Büro von Traumschiffen und Traumreisen. Der Kreuzfahrtexperte Udo Horn aus Rostock. Auf seiner Website und in seinen Kreuzfahrtfibeln schreibt er Reportagen und Kolumnen über Schiffsbesichtigungen, Anläufe und Events. Ich habe ja so spaßenshaft für mir so ein Meilenbuch mal gekauft. Dann schreibe ich immer die Schiffe auf, wo ich dann immer bin. Das ist so eigentlich für Segler gemacht. Ne? Da schreiben die ihre Meilen drauf, wie viele Kilometer, wie viele Seemeilen die da gelaufen sind. Ja, und ich brauche das halt schon als einfache Übersicht. Es kommt ja, also aus dem Kopf weiß ich schon gar nicht mehr, welche Schiffe habe ich selber gesehen, auf welchen Schiffen war ich. Und das sind nur die Schiffe, wo ich auch an Bord war. Also von Schiffstaufen über Schiffsreisen. Nebenbei fallen auch mal ganz tolle Stempel ab, die man dann live vom Kapitän bekommt. Und Kreuzfahrtexperte Udo Horn kennt sie alle. All die Cruise-Liner, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. Auf vielen dieser Schiffe war er selbst schon mit. Da war ich auf der, damals hieß sie noch FTI Berlin, jetzt heißt sie ja MS Berlin. Da war ich im Roten Meer. Und zwar hatten wir da unter anderem Jordanien als Heimathafen. Und da habe ich mir einfach den Kapitän geschnappt bei der nächstbesten Gelegenheit. Ich sage, Mensch, du, ich bin Kreuzfahrtfan, ich arbeite da beruflich in diesem Bereich, hast du da nicht mal einen tollen Stempel für mich? Ja, er sagte, komm mal morgen wieder auf die Brücke. Na ja, ich mich schon gefreut, dachte, na, kriegst du jetzt einen kleinen Stempel hier an. Nächsten Tag bin ich dann auf die Brücke und hallo, ich habe eine besondere Überraschung für dich. Ah, machen wir jetzt mal ein schönes Foto von mir, Captain und von mir. Und dann habe ich mir so einen besonderen Stempel einfallen lassen, wo dann die genauen Kilometer, die Seemeilen drin stehen, wie viele Kilometer das sind, dann kriegst du von mir noch ein Autogramm. Naja, und das habe ich mir natürlich so. Ist eine kleine Sammlerrarität, also. Also wie gesagt, nur so für mich, damit gehe ich da nicht groß hausieren. Und jetzt wird es Zeit, sich auf den Weg zu machen. Udo Horn hat heute noch volles Programm. Kreuzfahrtromantik in Warnemünde. Drei Ozeanriesen haben festgemacht mit über 7000 Passagieren und fast 2500 Crewmitgliedern. Viele der Passagiere nutzen den Tag für Ausflüge an Land. Grazie, prego, signore. Buongiorno, signora. Buongiorno, cara. Mladita Matei nimmt die italienischen Gäste der Costa in Empfang. Gleich um 8 Uhr morgens soll es nach Rostock gehen mit dem Reisebus. Mladita ist gebürtige Rumänin und spricht 5 Sprachen fließend. Sie hat lange in Italien gelebt, bevor sie vor 15 Jahren nach Rostock kam. Va bene, le cinture ce l'avete? Perfetto. Solche Ausflüge müssen die Gäste extra bezahlen und Mladita passt auf, dass sich niemand einfach so an Bord des Busses geschlichen hat. Wir haben mehrere Touristen, als geschrieben sind in unserem Plan und müssen wir verstehen, was ist mit 3, 4, die vielleicht machen nur so ein Tour mit uns. Kannst du Nils rufen? Bei den blinden Passagieren drückt sie auch mal ein Auge zu. Aber es gibt noch andere Schwierigkeiten. Wir haben ein Problem. Wir haben Leute drin, die gehören zum Flughafen. Wir wollen zu welchem Flug? Allora, che volo avete? Per Catania? A che ora? Ah, es gibt noch einen Bus, die dann. Ecco, allora, wenn ritornate qua,
al aeroporto. Es gibt Personen, die möchten zum Flughafen und es gibt eine Tour, die bringt die Leute direkt zum Flughafen. Aber wir kommen wieder zurück. Alles okay. Aber nichts ist okay, wenn Italiener Urlaub machen. Das wäre ja auch langweilig. Aber Mladita kümmert sich um ihre blinden Passagiere, die eigentlich zum Flughafen Rostock Lage müssen. Sie fahren nach Catania mit Alitalia. Und hier steckt Check-in 11.10 Uhr und sie fliegen um 13.10 Uhr. Und sie kommen in Catania um 5. Was mache ich mit diesen zwei? Mittlerweile herrscht in Warnemündes Gassen schon Hochbetrieb. Nur einer ist einsam am anderen Ufer unterwegs, Jürgen Brandt. Er wohnt hier in Hohe Düne schon seit einigen Jahren, sein Altersruhesitz als Rentner. Wenn die Kreuzfahrtschiffe kommen, ist er einer der wenigen Menschen, die sich nicht freuen. Keine romantischen Gefühle, kein Fernweh, keine Träumereien. Sein Blick gilt allein den Schiffsschornsteinen und dem, was da den ganzen Tag herauskommt. Dann ist so ein Gestank, dass man gar nicht lüften kann. Dann bin ich froh, wenn dann endlich 23 oder 0 Uhr ist und das letzte Kreuzfahrtschiff dann weggefahren ist. Besonders schlimm ist es wohl, wenn der Wind aus Richtung Warnemünde kommt, aus Nordwesten, so wie heute, so wie meistens. Dann ziehen die Abgase der Kreuzliner genau in die Richtung seines neuen Wohngebiets. Dem Tonnenhof mit seiner 1A-Lage direkt am Wasser. Die Kreuzfahrtfans wollen von Hohe Düne aus einfach nur den schönsten Blick auf die Schiffe festhalten. Das Tankschiff, das gerade längsseits festgemacht hat, nehmen sie gar nicht wahr. Um die Stromversorgung während der Liegezeit zu gewährleisten, laufen nun mal den ganzen Tag die Dieselmotoren. Und die Idylle von Jürgen Brandt hüllt sich in eine Wolke aus Schwefeldioxid und Feinstaub. An solchen Tagen setzt sich Jürgen Brandt nur noch auf seinen Balkon, um bei den Nachbarn seinen Ärger loszuwerden. Man kann ja auf das Internet zurückgreifen von dem staatlichen Umweltamt. Und da, wenn man dann anklickt für Warnemünde und Hohe Düne, dann sieht man hier drei Kurven. Hohe Düne, Warnemünde und Stuthof. Das ist so ein Gebiet mehr im Wald, zur Rostocker Heide zu. Also heute ist ja wieder so ein Tag, wo wir Nordwestwind haben und hier stehen drei Schiffe. Der Wind kommt direkt von den Schiffen hierher und es stinkt nach so einer Mischung aus LKW-Diesel und irgendeinem anderen Substanz, was ich nicht weiß. Es ist ja auch kein LKW-Diesel. Die Schwefelwerte sind ja 100-mal so hoch wie beim LKW hier, beim Schiffsdiesel. Das heißt, es ist irgendeine ölige Beimischung in den Abgasen, die einfach so unangenehm ist, dass man an heißen Tagen, heute ist zum Glück nicht so heiß, deswegen habe ich meistens das Fenster zu, ja. Aber an heißen Tagen, wenn man wirklich lüften will oder abends froh ist, mal die Hitze rauszukriegen aus der Wohnung, dann kommt nur Abgas rein. Also Sie sind ja ständig hier, ich bin immer nur sporadisch hier. Aber wenn ich dann auch das Glück habe, dass so ein Nordwestwind ist, so wie heute, dann habe ich, ich möchte ja hierher kommen, ich komme hierher, um mich zu sonnen, um so ein bisschen zu genießen. Und wenn dann dieser Nordwestwind ist, das ist dann nicht so angenehm. Nee. Und auf dem Schattenbalkon setze ich mich deshalb nicht. Dann muss man immer einen Kompromiss eingehen für eine kurze Zeit machen. Ich bin dann eher einer, der sagt, also diesen Missstand, den kenne ich. Andere Missstände in anderen Wohnumgebungen kenne ich nicht. Und da versuche ich halt hier dagegen vorzugehen, weil sonst ist es ja an sich nicht schlecht. Ja. Ich finde das auch faszinierend, was Sie schon alles rausbekommen haben. Das spielt schon mit rein in unsere Argumentation. Wollen wir hierher ziehen oder nehmen wir doch einen anderen Ort? Ziehen wir doch hin, da wo die Kinder wohnen, bleiben wir dort, wo wir sind. Es gibt ja auch Statistiken über geschätzte Todesfälle, die nur aufgrund der Schiffsabgase in Küstenregionen, also ich glaube 20.000, was Deutschland angeht, also errechnet worden sind von Wissenschaftlern. Solche Zahlen beziehen sich auf die Verbrennung von hochgiftigem Schweröl auf offenem Meer. Die ist allerdings in den europäischen Häfen schon lange verboten. Die Schiffsbesatzungen auf Landgang kennen nur ein Ziel: den Supermarkt am Kirchplatz. Ja! Green chocolate, white chocolate, ja, grüne Tafeln, weiße Tafeln, Haribo, Milka und Chips.
and chips. Looking for the cheapest chocolate. Die billigste Schokolade, ja, die billigste Schokolade gibt's in Deutschland. The cheapest chocolate from Germany. Es ist kurz nach neun. Der Markt hat erst seit einer Stunde auf. Filipinos und Inder fühlen sich wie im Schlaraffenland. Because this is good. Ja, weil die gut ist. Ich mag den Geschmack. In den Regalen klaffen jetzt schon die ersten Lücken. Jeremy Saranchan will für 100 Euro Schokolade kaufen. Yeah, for our vacation, you know, for wenn wir Urlaub haben, bringen wir das unseren Familien mit, als Geschenk. Present. Nur ein kleiner Teil der Crew hat Landgang. Aber dafür haben die an Bord gebliebenen lange Einkaufszettel geschrieben. Ja, für den Sport vorziehen. Die Marktleitung ist immer in der Nähe. Pralinen, glaube ich, können wir auch schon rausbringen. Dann. Don't be Pralinen. Genau, richtig. Hey, super, Herr Top. Läuft schon. Wir haben, ja, die ersten Lücken sehen Sie ja selber, ne? Sind schon da. Wir haben gerade erst begonnen mit dem Verkaufen, aber es geht schon los. Es läuft, es läuft. Wunderbar, genau. Warum? Super. Weil das im Angebot oder weil das preiswerter ist? Prognose ab um 11 ist hier richtig voll. Genau. Also dann läuft das wirklich, dann kommen Sie auch nicht mehr in diesen Gang hier rein. Dann ist der Gang recht voll. Jeremy Saranchan hat genug fürs Erste. Zwei Einkaufskörbe voll. 10 Kilo Schokolade. Alle Sorten für guten Preis. Einkaufsdimensionen wie im Großmarkt. Kassiererin Stefanie Braun wundert sich über gar nichts mehr. Na, ich schätze mal, die bringen für ihre Leute mit, ne? Können ja nicht alle das Schiff verlassen. Und dann für zu Hause noch. Das werden sie nicht alles alleine essen. Ich kriege schon Diabetes, wenn ich hier abkassiere. Jeremy Saranchan bringt für 4 Kollegen an Bord Süßkram mit. 100 Euro sind sein Limit. Das Geld ist abgezählt. Yes. The problem is how to... Ja, das Problem ist nur der Transport. Geht's gleich weiter. Gemeinsam kriegen wir das schon hin. So geht das jetzt fast jedes Wochenende in Warnemünde. Den ganzen Sommer lang. Die Kreuzfahrersaison endet erst Mitte Oktober. Die Warnemünder tragen den Schokostau an den Kassen mit Fassung. Was bleibt ihnen noch anderes übrig? I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and it flamed when higher. Bernd versucht, die Kreuzfahrer mit Johnny Cash an seinen Hut zu locken. Es könnte besser laufen. Aber es ist ja immer noch früh am Tag. Und Bernd lässt sich sowieso nicht mehr entmutigen. Seit letztes Jahr bin ich Straßenmusiker geworden und das ist der beste Job, den es überhaupt gibt auf der Welt. Straßenmusikant ist der schönste. Du hast keinen Boss. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du verdienst immer Geld. Immer. Zwar nicht viel. Manchmal ein bisschen mehr. Manchmal ein bisschen weniger. Aber es geht dir gut. In Zukunft will er sich noch mehr auf ausländische Gäste einstellen. Davon gibt es jedes Jahr mehr in Warnemünde. Ja, ich muss auch Folgendes machen. Ich muss auch auf meinem Werbeplakat Welcome in Warnemünde in Englisch schreiben und auch in Englisch hier meine CDs anbieten. Gell? And you can hear this here vor Ort, was? In Englisch muss ich noch ein bisschen Englisch muss ich lernen. Ich kann zwar einigermaßen gut Englisch, aber... Hi, willkommen hier in Warnemünde. Nice to see you. Das ist einer von meinen eigenen Liedern. Ich habe über 40 eigene Lieder geschrieben. Es wird bald Regen geben. Aber ab und zu mal eins von seinen selbstgeschriebenen Stücken auf Deutsch, da müssen die Passagiere durch.
Kreuzfahrtexperte Udo Horn hat seinen ersten Termin heute. Früher ist er selbst mal zur See gefahren, bei der DDR-Handelsflotte. Das ist lange her. Aber seit einigen Jahren ist er Herausgeber der kleinen Kreuzfahrtfibel. Der gebürtige Thüringer hat sich so zum Experten entwickelt. Er testet Schiffe, weiß alle Daten, kennt jede Reederei und fast jeden Kreuzfahrthafen. Warnemünde, sagt er, gehört zu den schönsten Liegeplätzen. Ja, ist schon fantastisch, vor allem wenn das Wetter mitspielt. Müsste man jetzt einen Wohnwagen haben, dann würde ich mir das hier so ein halbes Jahr gut gehen lassen. Einfach hier hinstellen. Ich finde das ideal. Also es gibt wenige Campingplätze, die so schön am Wasser gelegen sind, wo man dann auch noch die Kreuzfahrtschiffe beim An- und beim Auslaufen beobachten kann. Ich finde das fantastisch, ja. Keine Zeit für Kreuzfahrtromantik. Udo Horn muss weiter. Im Souvenirshop an Pier 7 warten sie schon auf ihn. Seine Kreuzfahrtfibeln sind mal wieder ausverkauft. Im Karton hat er 150 Heftchen mit Daten und Fakten zur Warnemünder Kreuzfahrtsaison. Hallo, moin, moin Manuela. Grüß dich. Du, ich habe dir ein paar Kreuzfahrtfibeln wieder mitgebracht. Ja. Ihr hattet ja angerufen, weil ihr keine mehr da hattet. Ja. Was mich natürlich freut. Ich sind nur, dringend. Ja, ich habe schon gehört, ne, die gehen ja weg wie warme Semmeln, wie man das so sagt. Das sind 150 Stück erstmal fürs Wochenende. Wenn die dir reichen, müsstest du noch mal nachzählen. Das sind immer 25 in so einem Packen. 50, 100, ne? 150. Ich habe leider schon noch mal so ein Übergabeprotokoll fertig gemacht. Ich bin noch mal so nett, ja, bis einfach noch mal. Gleich. Dann haben wir das bestätigt. Da. Okay. Und ja, habt ihr heute noch viel zu tun, ne? Drei Schiffe heute hier. Das wird heute sehr gehen. Ja, ein Passagierwechsel, ne? AIDA und Costa, die beiden. Genau. Naja, wenn die erstmal die heute aufsteigen, alle noch kommen, dann ist die Bude ja wieder voll bei euch. Ja. Ja. Aber er vergeht die Zeit auch schnell, ne? Okay. Super. Gut. Na gut, ich mache noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke auch, ne? Tschüss. Das war das letzte Paket. Udo Horn muss Kreuzfahrtfibel nachdrucken lassen. Flughafen Rostock-Lage. Für 600 Passagiere von der Costa Favolosa werden hier Abflug und Ankunft abgewickelt. Passagierwechsel. Denkt daran, also ihr solltet eigentlich immer nur einen Truck reinholen. Und wenn weil ihr ladet ja nicht gleichzeitig zwei aus, sondern ihr ladet ja nur einen aus. Richtig. Oder? So, das war so ein Punkt zum Beispiel, wo wir gesehen hatten beim letzten Mal, dass die Einfahrt für die Busse zu eng war, für zwei hintereinander. Und deswegen mussten wir so ein bisschen nachkoordinieren. Verkehrsleiter Oliver Dahmer muss jetzt einmal die Woche den Kreuzfahreransturm bewältigen. Und das alles neben dem Pilotentraining der Lufthansa, die mit ihren Touch-and-Go-Flügen ständig die Landebahn blockieren. 2, 3, 4, 5. Wir fangen um 10 nach an mit der ersten Spur, um 15 nach dann die zweite Spur nach. Man arbeitet sehr viel mit Gestik, weil die versprechen auch nicht sehr gut Englisch. Insbesondere, wir haben viele Franzosen und Italiener dabei und auch Spanier. Und gerade das ältere Klientel ist dem Englischen auch nicht so mächtig. Die ersten Costa-Gäste sind schon da. If you want to go to Rome or Madrid, please straight ahead to the security line. Eine halbe Stunde braucht der Bus vom Kreuzfahrtterminal bis nach Lage, wenn alle Passagiere im richtigen Bus sitzen. Vier Chartermaschinen kommen innerhalb der nächsten zwei Stunden. Aus Madrid, Paris, Rom und Catania. Diesen Sommer jeden Freitag. Wir haben auch kein Check-in. Die brauchen sich also nicht mehr anstellen und Check-in-Procedure machen, weil das alles auf dem Schiff schon gemacht ist. Die Alitalia-Maschine wird jetzt mit Containern kommen, richtig? Ja. Genau. Und wir haben keine Leercontainer, nur für die Iberia, richtig? Wir haben auch keinen Heimat. Ha? Wir haben auch keinen Heimat. Wir haben keinen zweiten Heimat. Und die kommen zur selben Zeit? Ja. Gut. Mit einem Unterschied von ungefähr 10 Minuten. Das heißt, wir müssen erst alle Container rausnehmen, die entladen, die wieder beladen und dann wieder reinmachen. Dazu brauchen wir mehr Zeit. Welchen Delay ungefähr? Das kommt drauf an, das muss ich noch aus der Situation ergeben. Das kommt drauf an, wie lange die den Highloader auf der anderen Seite brauchen, wie lange die mit Iberia kämpfen. Okay. Die ersten Verspätungen sind also schon abzusehen. Moin. Gepäck klappt? Läuft. Läuft. Super. Alles pünktlich. Also hier, das läuft auch super. Der Countdown läuft. Die Halle füllt sich mit den Gästen von der Costa Favolosa. Und der Mann von der Luftaufsicht schwört nochmal seine Mannschaft ein.
Harald uns wird gesagt, dass die Busse da. Dann kann man uns da Abwinkteam. Das sind die Anreisen, das sind die Abholen. Abreisen. Wir haben jetzt noch nicht das Problem. Bei den, vielleicht könnt ihr den noch machen. Ab 14.30 Uhr, wenn die ersten, also in ungefähr einer Dreiviertelstunde, wenn die ersten dann kommen, dann könnt ihr nicht den, den nächsten LKW dorthin stellen, ladet den soweit ab. Aber beim, beim zweiten und dritten und vierten LKW müsst ihr weiter nach hinten stehen, weil da müssen immer zwei Abholerbusse und da passen keine zwei Abholerbusse rein. Indessen sind die italienischen Gäste der Costa Favolosa nach 20 Minuten Busfahrt in der Hansestadt angekommen. A vedere la città di Rostock. Um alle Missverständnisse zu vermeiden, das hier ist Rostock und nicht Hamburg. Die Einkaufsmeile mit ihrem historischen Stadtkern. Und damit die Aufmerksamkeit gleich den richtigen Schub bekommt, strebt sie mit der Gruppe zu dem Brunnen der Lebensfreude, wo gleich um 10 Uhr dann auch das Wasser angestellt wird. Nicht ohne den Gästen den Spitznamen für dieses Kunstwerk zu verraten. Denn das, was zwei Rostocker Bildhauer da vor über 30 Jahren in Bronze gegossen haben, heißt hier schlichtweg Pornobrunnen. Perché sono tutti nudi, sì, sono tutti nudi. E quando fa bel tempo ci sono tanti bambini, insomma, che fanno bagno qua. Mladita hat sich voll und ganz auf das Publikum der Costa eingestellt. Jede Nation schätzt was anderes. Also die Italiener zum Beispiel sind sehr interessiert in Religion, Geschichte. Die Franzosen mehr von der Zeit von der Kommunismus. Und was ist passiert in den letzten 20 Jahren? Und die Spanier sind interessiert in der Zweiten Weltkrieg, aber auch natürlich in dieser Zeit von Hansestadt, ne? Also auch Mittelalter, ja. Natürlich ist es nicht leicht, einen Italiener aus Rom, Florenz oder Palermo mit historischen Bauwerken zu beeindrucken. Aber die Marienkirche mit ihrer astronomischen Uhr, die kann es schon aufnehmen mit dem Petersdom. Zumindest ein bisschen. Mladita ist spät dran und sollte längst mit ihrer Gruppe in einer Privatbrauerei sein, zum Essen und Trinken. Also Essen auch zu Hause. Also ich finde, das ist schöner und wichtiger, die Monumente zu sehen. Und statt zu halb und eine Stunde essen wir in eine halbe Stunde. Gut. Ich würde jetzt rausgehen, wenn ich schaffe. Stopp. Attenti. Stopp. So wie der Tag der italienischen Kreuzfahrer begonnen hat, so geht er auch weiter. Chaotisch. Danke sehr. Und jetzt scheint der Termin in der Brauerei ernsthaft gefährdet. Und das Sette? Sag mir nicht, dass wir haben keinen Bus. Das ist noch nie passiert, dass wir keinen Bus haben. Dahinter. Oh mein Gott. Okay, aspettate, che il bus è andato dall'altra parte. Non stia qua sulla porta. Prego, un secondo. Saliamo, è il nostro. 5.000 Passagiere gehen, 5.000 neue kommen an diesem Tag. In Warnemünde steppt der Bär und mittendrin trällert er. Bernd Diamond Bernstein, der Straßenmusiker, musste was tun. Drei Schiffe im Hafen und immer noch kein Geld im Hut. Jetzt hat er seinen Kumpel Jörg samt Bassgitarre und Verstärker dazu geholt. Er wollte lauter sein. Und der Plan scheint aufzugehen. Nur der Verstärker, der macht Bernd noch Sorgen. Hey, mach mal da hin. Jetzt höre ich erst mal, wie scheiße der klingt. Das war ein guter Deal eben. Der klingt nämlich schön verzerrt, der Scheiß. Junge. Der klingt ja so beschissen. So. Aber ich kann nichts machen, weil ich habe nur eine Einstellung. Wenn ich einen Mixer habe, dann habe ich die Gitarre besser. Ja. So, jetzt gibt es ein Lied von mir. Darin habe ich 20 Jahre geschrieben.
Mecklenburg, mein Heimatland, auf einem Bild in Höhe gemalt. Mecklenburg, mein Heimatland, du bist so traumhaft schön. Mit deinen Kornfeldern und tausend Seen. Also keine Scheine reinschmeißen, die fliegen alle weg. Ja? Die Scheine werden auch nass. Bernd singt zwar für die Passagiere, aber Kreuzfahrt reizt ihn gar nicht. Als Monteur ist er genug durch die Welt getingelt, sagt er. Jetzt braucht er nur noch sein Mecklenburg und seine Gitarre. Der war nicht mit Absicht, Junge. Hier, die drei besten Musiker der Welt. Johnny Cash, Jimi Hendrix und Bernd Diamond Bernstein. Die drei besten, die es gibt. Na, da bin ich. Kaum sind die letzten Gäste der AIDA Diva von Bord, drängen sich schon neue Kreuzfahrer aufs Schiff. So, genau, schön nah zusammen. Und dann alle lächeln. Genau. Ja, sehr gut. Und gleich noch einmal. Schau zu mir. Prima. Ja, danke schön. Ilka Baumgart aus Schwerin gönnt sich mit ihren beiden großen Kindern einen maritimen Kulturtrip. Von Warnemünde nach Tallinn über St. Petersburg bis Kopenhagen. Ihr vielbeschäftigter Mann hat die Reise spendiert zu seinem 50. Der Gatte kommt aber abends erst an Bord. Komm, wir gucken mal. Und wo sind wir? Da. Wir müssen mal einen Fahrstuhl suchen wahrscheinlich, ne? Und dann müssen wir in die 9. Etage und ganz nach vorne. So, dann gucken wir mal runter. 10., 7., 8. Hier. Ha! So, dann drück mal die 9. Moment. Da. Das sieht wie Theater aus. Da sind keine Räume. Dann gehen wir jetzt hier lang. Warte mal. Gucke mal, was haben wir? Wie heißt unsere Nummer? 9101. Hier lang. Schau mal, hier sind Zahlen. 9101 bis 9122. Also denke ich mal, einmal ganz nach vorne. Ja. Deck 9 ganz vorn. Das sind keine fensterlosen Innenkabinen, so, das ist was Besseres. 9102. Genau dahinter, da gehen wir rein. Na denn, hereinspaziert. Oh, da läuft schon der Fernseher. Da hat der Familienvater mal was springen lassen. Wow. Die Premium Suite mit privatem Sonnendeck. Die Viking Star ist das andere Schiff. Da vorne ist der Leuchtturm, wo man hin, wo wir immer auch hinspazieren. Hohe Düne. Das ist alles unser. Hier kann man nach vorne rutschen. Und wie man hier nach vorne rutschen kann. Wo ist denn jetzt hier der Leuchtturm? Denn da vorne. Obwohl, nee, der andere Leuchtturm müsste. Ich sehe irgendwo noch einen größeren oder so. Ich mag den Wind und überhaupt auf dem Wasser sein. Ich glaube, die Kinder freuen sich mehr auf das Schiff und auf das Programm, was hier auf Schiff geboten wird. Und die heutige Jugend mag ja nicht so gerne mehr zu Fuß laufen. Also ich glaube, die werden auch nicht jeden Ausflug mitmachen, sondern auch mehr mal an Bord bleiben und einfach ihre Ruhe genießen. Udo Horn ist auch zufrieden. Also wenn ich das jetzt so zusammenrechne, sind es auf alle Fälle jetzt mit der Costa Favolosa sind es jetzt 45 Schiffe. Da muss man aber auch die Flusskreuzfahrtschiffe dazu sehen, die ja mitzuzählen. Auch ein paar Fähren zählen noch mit zu. Ansonsten, ja, innerhalb von 7 Jahren sind das so fast 50 geworden. Und das werden dieses Jahr noch ein paar dazukommen. Also ich denke mal, ich werde so auf 55 Schiffe dieses Jahr kommen. Mal gucken. Mal sehen, ob man reinkommt. Und dann will ich mal ein bisschen umschauen, was da so passiert. Diese Tage sind ihm am liebsten. Udo Horn hat einen Termin an Bord der Costa Favolosa. Dieses Schiff kennt er natürlich und liebt es. Die Reederei hat ihn zu einem Empfang eingeladen. Der 100. Anlauf eines Costa-Schiffes in Warnemünde. Als Kreuzfahrtexperte gehört er zu den auserwählten Gästen, die zum Jubiläum eingeladen sind. Und da muss er natürlich hin. Bevor es aber oben mit der Feier richtig losgeht, reiht er sich ein in die Gruppe der anderen Kreuzfahrt-Fachjournalisten.
Wann müssen die letzten Passagiere an Bord sein, die heute ankommen? Die müssen heute um 15 Uhr, glaube ich. Mal zwei Stunden vor Abfahrt ist wirklich das Ultimum zum Einchecken. Also die Masse kommt im Prinzip. Die Masse, also das Check-in fängt an ab 12 Uhr. Ja. Kommen die meisten Leute. Und wenn die anderen dann alle runter sind, sozusagen. Das ist ein fließender Wechsel. Ja. Okay. Udo kann's nicht lassen. Er muss sich noch mal genau umschauen, bevor es oben Schnittchen gibt und Torte. Tolles Schiff. Sieht gut aus. Ziemlich viele Plätze hier. Die Costa-Schiffe sind meist immer so ein bisschen bunt, sag ich mal. Bei AIDA ist das natürlich anders, die ganze Sitzqualität. Da sitzt man ja wie im Atrium. Hier ist es eben mehr oder weniger wie so ein Theater. Oft genug ist er richtig mitgefahren, als Kreuzfahrtpassagier. Seine ganzen Ersparnisse gehen dafür drauf. Und da will er natürlich nicht einfach nur einer von vielen sein. Am Ende versucht er immer, dem Kapitän seine Aufwartung zu machen. Der erste Eindruck ist ja immer der entscheidende. Das sagt man ja auch, wenn man in einem Hotel an Land ist. Und guckt erst mal, wie wird man begrüßt, wie ist der ganze Servicebereich, wie nett ist der Empfang, wenn man da nur Stress hat und im Prinzip stundenlang suchen muss, wo man die Koffer findet und ob man die Kabine findet. Da ist man dann doch erstmal schon genervt. Also der erste Tag ist eigentlich immer, sich erstmal zurechtfinden an Bord, zu wissen, wo ist vorn, wo ist achtern, wo ist oben, wo ist unten, wo ist die Brücke. Von der Kulisse lässt sich Udo Horn nicht blenden. Dafür hat er schon zu viel gesehen. Er will alles ganz genau wissen. Das ist er seinen Lesern schuldig. Horn beobachtet nicht nur Luxus und Lifestyle, er führt Statistiken, Datenblätter und berichtet über neue Trends auf dem Wasser. Aber am liebsten würde er immer wieder selbst mitfahren. Ja, schön. Dann kann's losgehen. Ein paar Stunden und dann tschüss Warnemünde. Also wer so infiziert ist von Kreuzfahrtfieber, der kann da nicht lassen davon. Das ist halt so. Neu an Bord der Flachbildschirm mit der Costa-Flotte. Wo wollen Sie hin? Mit wem wollen Sie reisen? Interaktiv. Ja, wir da draußen, wir wollen mal in die Karibik. Wir wollen die ist, glaube ich, jetzt gerade nicht die hat jetzt gerade nicht Termin. Gut, aber lassen wir uns doch mal die Hamburg. Wir suchen mal die Victoria. Die ist nämlich, die ist irgendwo in Asien. In Asien? Wo ist sie? Oh, ja. Südkorea. Also die fährt gerade, man sieht hier. Ganz schöne Tour. Ja, genau. Oh, da kann man sehen, wie es ihr geht, wie viele Wellen da sind. Ist das mehrsprachig oder ist das jetzt? Das kann man mehrsprachig wählen. Man kann Englisch, Deutsch, alles kann man wählen. Das ist toll. Okay, you have a accordion from there, and okay. Then we just. You need the microphone, or you have a, or you need the microphone. Microphone. Yeah. Auch Max Piotraschke ist eingeladen zur Feier. Er und seine 11 Mitstreiter, weil sie eine große Liebe verbindet. Seemannslieder. Das hat sich halt so gefunden. Es war relativ zufällig, dass wir auf die Literatur gestoßen sind. Die meisten von uns singen halt im Kammerchor der Hochschule hier in Rostock und macht halt Spaß, ne? Irgendwie solche Literatur da mal richtig durchzufeilen. Ja, wir stehen hier seitlich, Bass 2 vor das Mikrofon. Die Blowboys geben dem 100. Anlauf der Costa-Schiffe in Warnemünde die maritime Umrahmung. Aber nicht ohne Hindernisse. If I put this microphone in front. It will yes, have feedback. Yeah. Feedback. Yeah. Okay. I understand, yeah. Ja, also super. Das ist halt, die haben halt hier Lautsprecher verbaut, hier oben drin. Und wenn wir jetzt von vorne singen mit den Großmembranmikrofonen, dann koppelt das ein und dann hört man hier, also dann gibt es halt dieses lustige Fiepen, was man im ZDF nie hat, weil die alles Playback machen. Deswegen müssen wir von der Seite singen. Das hat sich die Leitung anders gewünscht, aber jetzt ist es so, muss gehen. Der etwas andere Shanty-Chor aus Rostock. Allesamt studierte Kammersänger. Maybe we can just switch off the monitors or just take him down real lot because the room is small enough. And, okay. Direkt Wind bläst mit Stärke an, die Fahnen wehen.
Wir singen unser Lied, hey, weit übers Meer. Das Schiff, es gleitet stolz durch Wind und Sturm gebraut. Hey, yo, wir fahren ahoi weit um die Welt. Wir sehen die ganze Welt und ankern, wo's gefällt. Wir blauen Jungs zur See, wir fahren fort. Die ganze Welt und ankern, wo's gefällt. Wir blauen Jungs zur See, wir fahren fort. Ja, ich weiß nicht, wie klingt's denn draußen? Mag mal einer. Das ist die Liebe der Matrosen. Von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Ja, wir müssen uns einsingen, glaube ich. Das ist alles, der Schlüssel zum Erfolg. An allen drei Passagierpiers in Warnemünde rollt gegen 12 Uhr der Nachschub für die Kreuzfahrtküchen an. So, Zwiebelvorrat, der reicht ungefähr für 5 Tage. Das sind so 450 Kilo jetzt. Die AIDA bunkert gerade Obst und Gemüse. Nach 10 Tagen auf der Ostsee ist nicht nur der Zwiebelvorrat alle. Andreas Steinwachs, der Proviantmeister der AIDA Diva, muss für volle Regale sorgen. So, jetzt sind wir hier bei unserer Lieblingsfrucht der Gäste. Da werden ungefähr 3 Tonnen in 10 Tagen im Moment verzehrt. Das kleinste Messer hier. So, haben wir für dich. Ziehen wir selber raus. Zack. Ah, die sieht gut aus, man sieht schon. Die sind wirklich gut. Also viel können wir nicht essen, so viel verschiedenes Obst, wie wir hier an Bord nehmen. Bei den Ostseerouten wird immer in Warnemünde gebunkert. Die Passagiere sollen die nächsten 10 Tage auf nichts verzichten müssen. Ob Kaviar, Kartoffeln oder Klopapier. Macht mal ein bisschen schneller hier. Erstmal scheint all das angeliefert zu sein, was er bestellt hat. So ist dann. You're waiting already, ja? Und die Qualität hat er stichprobenartig gecheckt. Jetzt muss Andreas Steinwachs dafür sorgen, dass alles schnell und richtig verteilt wird. In dem Labyrinth des Ladedecks wuselt ein ganzes Heer, vor allem philippinischer Besatzungsmitglieder. So, wie viel Ananas habt ihr denn schon drin jetzt? Ja? Andreas Steinwachs weiß, was seine 2.500 Passagiere essen und trinken wollen. Komm, mehr Kinder brauche ich, mehr Pommes, mehr Ketchup, mehr Chicken Wings, also was. Kommt mehr etwas älteres Publikum, gehe ich mehr auf Handobst, Äpfel, Birnen und sowas. Den Alkoholkonsum kalkuliert der Provision Master großzügig, aus Erfahrung. Vor allem beim Wein. Der wird dann halt in große Container gepumpt sozusagen, in die Restaurants befördert. Da brauchen wir um die 15.000 Liter in 14 Tagen, wenn guter Verbrauch ist. Bier haben wir auch noch eine recht schöne Anlage hier mit 500 Liter Fässern. Und da brauchen wir ungefähr für die Restaurants und Bars zusammen um die 6.000 bis 7.500 Liter in 10 Tagen jetzt. Und dann passiert, was ihm jetzt so gar nicht ins Konzept passt. Die Kartoffeln kommen auf dem falschen Palettenformat. Die Türen unter Deck sind dafür leider ein wenig zu schmal. Normalerweise könnten wir die Palette jetzt schön reinfahren. Direkt bis rein. Hätten es schön einfach. Jetzt müssen wir halt anfangen, jeden Sack einzeln reinzutragen. Also rein die Kartoffeln, raus die Kartoffeln. Die Köche warten schon. So, okay. Hier. Nearly done. Neben der Verkehrszentrale, dem blauen Wunder in Warnemünde,
An einem solchen Tag, einem Dreifachanlauf, lassen Sie sich gern mal blicken, die Herren vom Landesamt für Umwelt- und Naturschutz. Nicht etwa, um die Kreuzfahrtromantik zu genießen. Denn von hier aus können Sie die Schiffe ohnehin nicht sehen. Sie kontrollieren mit dieser kleinen Messstation die Abgase aller Schiffe das ganze Jahr. Nach Beschwerden von Anwohnern wollen Sie nun aber genau wissen, wie hoch die Belastung durch Kreuzfahrtschiffe tatsächlich ist. Also wenn wir Kreuzfahrtschiffe im Terminal, am Terminal liegen haben und der Wind kommt aus der Richtung, dann können wir auch sehen, dass die NO2 oder die NO-Werte geringfügig ansteigen, aber relativ undramatisch. Am meisten fallen Spitzen auf, wenn die Schiffe sich bewegen, also in den An- und Ablegemanövern. Oder auch wenn die Fähren eben hier durch den Seekanal fahren, dann gehen die Peaks auch schon mal ein bisschen höher. Momentan sieht man, ist hier nicht viel los. Also wir haben eine relativ plateauähnliche Konzentration, keine großen nennenswerten Aufregungen. Meinolf Drüke, der Chef vom Emissionsschutz, muss sich um die Einhaltung der Grenzwerte kümmern. Besonders gefährlich die Schwefel- und Stickstoffanteile in den Schiffsabgasen. Wenn diese Werte überschritten werden, gibt es gleich Alarm. Geruch messen wir allerdings nicht in unserem Messnetz, sondern wir messen nur die gesetzlich festgelegten Parameter wie Schwefeldioxid oder Stickstoffdioxid oder auch Schwermetalle. Das sind alles Stoffe, die typischerweise nicht riechen. Das, was die Menschen hier riechen, sind dann die Begleitstoffe, die in den Abgasen noch enthalten sind, für die es aber keine Grenzwerte gibt in unserem Land. Das ist das sogenannte Probenahmerohr. Das heißt, durch dieses Rohr wird mit einer Pumpe, die unten im Container angebracht ist, die Außenluft eingesaugt und dem Staubmessgerät in diesem Fall zur Analyse zugeführt. Diese kleine Einrichtung hier an der Seite ist ein metrologischer Messsensor. Das heißt, hier wird die Temperatur und die Luftfeuchte der Außenluft gemessen, weil wir die zur Interpretation unserer Messwerte auch immer dazu brauchen. Die Wetterinformation sozusagen. Es wird die ganze Zeit gemessen, kontinuierlich, 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr über, werden die Messwerte in dieser Messstation erstens verarbeitet und zweitens auch direkt in die Messnetzzentrale des Landesmessnetzes geschickt und von dort dann auch unter anderem im Internet veröffentlicht. Smog-Alarm wegen der Kreuzfahrtschiffe? So schlimm ist es wohl nicht. Aber die Schadstoffe in der Luft sind wesentlich höher, als man es in einem Ostseebad erwarten kann. Das müssen die Überwacher der Luftgüte durchaus einräumen. Kreuzfahrtromantik ohne Gestank und in sauberer Luft? Geht das überhaupt? Es ist natürlich immer verständlich. Jeder möchte saubere Luft haben und jeder, vor allen Dingen auch Gerüche spielen ja eine Rolle. Ne? Gerüche haben ja auch eine emotionale Rolle. Und natürlich fühlen sich die Leute dann noch belästigt. Das kann man auf jeden Fall verstehen. Aber wie gesagt, wenn man das im Kontext der Beurteilungsmaßstäbe sieht und auch der Grenzwerte, dann ist das alles noch im grünen Bereich. Udo Horn ist immer noch unterwegs auf der Costa Favolosa. Jetzt darf er sogar ans Allerheiligste. Irgendwo unten zwischen Deck 3 und Deck 5. Mitten im Bauch des Schiffes, die Galley. Auch hier Gerüche, die eine emotionale Rolle spielen. Ein Duft wie in einer Großbäckerei. Der Hauptversorgungsgang für die Bordrestaurants. Hier darf sonst kein Fremder rein. Lokaltermin beim Küchenchef. Wir sind in der Hauptküche. Insgesamt gibt es 4 Bordküchen im ganzen Schiff. Aber diese ist die größte, die alle Restaurants versorgt. Es ist das Herz des Schiffes. Udo Horn kommt kaum noch mit. So viele Informationen. Und dann ist es heiß hier unten. Es duftet nach gegrilltem Fleisch und würzigen Soßen. Die Küchenbesatzung arbeitet rund um die Uhr auf so einem Schiff. Ständig gibt es irgendwo an Bord irgendwas zu essen. Und um 7.30 Uhr muss das Abendbrot für alle Passagiere fertig sein. Alles möglichst gleichzeitig. Und dann gibt es hier heute noch den Empfang, der 100. Anlauf. Da müssen die Konditoren ihr Bestes geben. Che gusti sono? Cosa avete fatto? Cioccolato. Cioccolato, ist ein Schokoladenkuchen. Und das ist natürlich alles Zucker. Und da kommt jetzt noch das letzte Etypi hier drauf.
Giovanni Longo ist der Manager für den Gästekontakt. In Mannheim geboren und aufgewachsen. Zweisprachig, versteht sich. Jetzt muss er aufpassen, dass die Costa-Torte auch richtig beschriftet wird. Denn der Chefkonditor in der Galley ist Italiener, der kein Wort Deutsch spricht, geschweige denn Deutsch schreiben kann. Der 100. Anlauf muss kunstvoll aufs Glas gebracht werden. Ohne Schreibfehler bitte. Die Jubiläumssignatur in Schönschrift. Und es gelingt beim ersten Anlauf. Giovanni hat seine Truppen gut im Griff. Es ist alles paramilitärisch organisiert. In der Küche haben wir unseren Exekutivchef, das ist der General. Und dann hat er sechs Abteilungsleiter, eigentlich auf Deutsch gesagt. Das sind die Herrschaften mit den blauen Halstüchern. Das sind seine Stellvertreter oder Platzhalter, seine Lieutenants. Einer ist für die Bäckerei, der eine für die Konditorei und dann haben wir einen für das Bezahlrestaurant oben, für das Gourmet-Restaurant. Und so hat er sechs untere und dann haben wir die Kollegen mit den gelben Halstüchern. Das sind die Abteilungsleiter in der Abteilung. Ja. Und dann noch, das sind zweite Köche. Dann gibt es noch dritte Köche mit den weißen Halstüchern oder die ohne, das sind einfach Küchenhilfen. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Eine halbe Stunde später ist sie dann auch endlich fertig. Die Costa-Torte. Der Gästemanager behält paramilitärisch den Überblick. Okay. Außer dem kunstvollen Schriftzug sind noch andere Motive dazugekommen. Das ist Schokolade. Felsen. Das Blaue ist das Meer da, das Schiff segelt und das sind Felsen. Auf zum Deck 5. Udo Horn muss zum Empfang. Da muss man erst mal sammeln alles. Da kommt man ganz schön in, kriegt man ganz schön Durst langsam, mit der Hals trocken. Aber naja, schon interessant, das mal zu sehen. Der Chef von der Hafengesellschaft hat auch noch eine Jubiläumstorte mitgebracht zum Gratulieren. Und für den Fototermin im Salon Molière. Das ist ganz nach dem Geschmack von Udo Horn. Zeit für die Blowboys, frischen Wind zu verbreiten. Aber zu mir bitte. Auf Matrosen setzt die weißen Segel, wir wollen fahren, zieht die schweren Anker auf, macht die Trossen los, die Leinen, es geht auf große Fahrt. Hey, oh, liebes, liebes Mädel, lass das weinen. Zum Leidwesen der schicken italienischen Crew legen die Blowboys wenig Wert auf fesche Shanty-Uniformen. Wir blauen uns auf großer Fahrt. Auf Matrosen setzt die weißen Segel. Wir wollen fahren, zieht die schweren Anker auf, macht die Trossen los, die Leinen. Es geht auf große Fahrt. Hey-ho. Aber das eigentliche Highlight des Tages ist für den Kreuzfahrtexperten die andere Torte. Die mit den Wellen und Felsen aus Schokolade. Hallo. Ich muss nochmal schnell fotografieren. Und lange bevor die Torte angeschnitten wird, hat sie Udo schon gepostet auf seinen Kreuzfahrtseiten, damit die Fans auch nichts verpassen. Toll. Bestimmt alles aus Marzipan, was man hier so sieht. Mal sehen, wie es schmeckt. So wie es aussieht, muss es auch ziemlich gut schmecken. Mal sehen. Ein paar Fotos machen, da wird er nachher nicht mehr viel übrig bleiben davon. Und dann reicht es ihm auch mit dem Rummel. Erstmal frische Luft schnappen, oben auf Deck 9. Oh, ist ja toll. Eine tolle Übersicht hier. Mein lieber Mann. Ich direkt mal fotografieren. Das hat man ja auch nicht jeden Tag, so einen tollen Blick auf Warnemünde. Ist toll. Vor allem noch auf die anderen Kreuzfahrtschiffe zu schauen, ist auch nicht schlecht. Ich schätze mal, 40 Meter wird das schon sein.
Unterwasseroberfläche. Da möchte ich nicht hier außen arbeiten und hier nachher die Wände sauber machen müssen. Das sind ja immer vom Seewasser gereinigt werden, von den Decksbesatzungen. Wenn die sauberen Schiffe auch noch saubere Luft hinterlassen würden. Udo Horn kennt den neuen Trend im Kreuzfahrtgeschäft. Abgasreinigung, sauberer Diesel- und Hybridantrieb oder Landstromanschluss für die Schiffe. Davon ist Warnemünde noch ein paar Seemeilen entfernt. Am Warnemünder Kirchplatz ist Land unter. Der ganze Markt geflutet mit ausländischen Besatzungsmitgliedern. Die Süßigkeiten werden langsam knapp. Und an den Kassen ist Stau. Vierte Kasse, bitte. Chefin vom Dienst Antje Koschikowski kommt kaum noch hinterher mit dem Schokoladennachschub. Und der LKW mit der neuen Lieferung ist auch noch nicht da. Den ganzen Tag, da kann man nicht, muss man immer nachfüllen. Das ist, weil die anderen Kunden wollen ja auch was kaufen, nicht nur die Schiffsbesatzung. Ne? Antje Koschikowski schafft es nicht mehr alleine. Ihr Chef, Frank Bertoni, unterstützt sie beim Schoko-Wahnsinn im Süßwarenregal. Frank Bertoni liebt diese Schichten. Er ist jung und ein Kaufmann mit Leib und Seele. Also ich bin jetzt das zweite Jahr dabei und es ist trotzdem immer noch Wahnsinn, wie viel die Leute kaufen. Ja, man fragt sich schon, wohin, was machen die mit dem ganzen Zeug? Ja, deshalb. Und ja, Arbeit macht halt Spaß. Ne? Die Süßigkeitenvorlieben der Schiffsbesatzungen lassen sich nur schwer kalkulieren. Ja, also es ist schon wahllos, größtenteils. Natürlich so von der Masse her ist es die gut und günstig Schokolade. Wahrscheinlich aufgrund des Preises, weil sie am geringsten ist. Aber so genau abschätzen kann man es nicht. Es geht wirklich alles. Ob es von Merci ist bis Milka, ist ja auch alles bekannt weltweit. Sorry. Also das sind so 200 Stiegen, 250, 300, das kommt immer ganz drauf an, was für ein Schiff da ist. Ne? Also, das ist ja nicht nur jetzt die, das ist Rittersport, das ist Milka, es geht ja alles. Also das sieht man bei Kosmetik hinten, da geht alles, Chips gehen, es geht sogar Alkohol, Frischware, es geht alles, Kekse, kaum alles. Das sind unsere Souvenirs, wenn wir nach Hause fahren. Ich nehme einen Koffer voll. Ja. Die Schokolade ist so billig hier, deshalb machen wir Panikkäufe. Sternstunden für jeden Schokoladenhändler. Manche Sorten sind schon ausverkauft. Und der Ansturm ist noch nicht zu Ende. Als gäbe es kein Morgen mehr. Erst gegen 4 Uhr nachmittags wird es langsam ruhiger. Dann müssen die Mannschaften wieder an Bord. Die Schiffe legen bald ab. Und als erstes die AIDA. Geil. Oh, Sushi. Aber du magst doch nur vegetarisches Sushi. Oh, du. Ich hätte gern einmal Sushi ohne Fisch. Fisch. What the Fisch? Familie Baumgart hat noch 2 Stunden Zeit bis zum Ablegen. Das ist meiner. Kann man hier diese hier bewegen? Also wenn man jetzt so tagelang noch an Bord wäre und immer nur sich sonnen und still sitzen müsste, ich glaube, das wäre nicht so meine Kreuzfahrt. Obwohl, wenn das Wetter stimmt, könnte ich das bestimmt auch eine Woche aushalten. Hier ist die Sternenbar. Guck mal, die hatte die Stella auch. Ja. Hier ja. Mit diesen Sternen, mit den Zacken. Den Drink des Tages mit Alkohol und ohne Alkohol. Ja. Ilka Baumgart gehört auf jeden Fall zur Zielgruppe Aktivurlauber. Ich weiß ja nicht, ob die nachts geschlossen haben. Ich müsste es ja nachts benutzen. Tagsüber bin ich ja dann in den kulturellen Zentren. Das ist mal geil. Eine Mittelmeerkreuzfahrt haben sie vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht. Ach, guck mal. Das lädt doch ein, den ersten Cocktail zu trinken gleich. Die Premiere auf der Ostsee scheint nicht weniger vielversprechend zu sein.
Bestimmt ist hier dann draußen Disco. Oder heute Abend, wenn abgelegt wird, vielleicht ist hier ein bisschen Action, ne? Würde ich mal sagen. Es ist auch immer so, als Mama ist Ferienhaus immer auch kein Urlaub. Das ist immer nur zu Hause, nur woanders. Es ist immer wieder Frühstück, Abwasch und so weiter. Also das hat schon auch was mit Luxus. Also das macht man natürlich nicht jedes Jahr, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Der Kreuzfahrerfamilie Baumgart stehen schwere Zeiten bevor. Tagsüber beinhartes Kulturprogramm, abends Fitness, nachts in frischer Seeluft schlafen. Hart daneben. Hallo Alexander. Hallo. Guten Tag, wie geht's? Gut, wunderbar. Also ich habe 36. Genau. Gut. Indessen hat die rumänische Reiseleiterin ihre italienischen Kreuzfahrtgäste dorthin gebracht, wo sie endlich deutsches Bier trinken können. Eine Privatbrauerei mit einem Braumeister, der schon ganz aufgeregt ist. Ja, wir brauen ja unser Bier traditionell nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja? Allora, qua viene prodotta fatta la birra in modo tradizionale. Seguendo una legge della purezza della birra. Sono utilizzare soltanto quattro ingredienti per produrre. Wenn la Dieter ihren Gästen schon deutsches Bier kredenzt, dann bitte mit allem, was man darüber wissen sollte. Okay, die dritte Zutat zum Bierbrauen ist der Hopfen. Il terzo ingrediente. Der ist für den Geschmack und für die Bittere im Bier. Allora, da questo gusto un po' particolare della birra è un po' amaro, no? Die zweite Sorte wird mit einer höheren Temperatur getrocknet, das ist für die braune Farbe. Allora, questa invece. Und das Highlight ist ja unser Starkbier mit 7% Alkohol. La cosa più buona che hanno qua è questa birra con 7 gradi di alcol. Ja. Wie heißt das? Bockbier, ja. Bockbier, la birra del cornuto. Genau. Ein bisschen gefährlich. Ja, dann würde ich sagen, lassen Sie sich das Bier schmecken. Allora, spero che vi piacerà la birra. Grazie, ringraziamo il signor Alessandro. Grazie. Und dann ist doch noch Zeit genug zum Essen. Wenn schon nicht typisch norddeutsch, dann wenigstens typisch deutsch. Sauerkraut und Würstchen, Brezel und Bier. Der Kreuzfahrer hat ein Recht auf Klischees. Eine willkommene Abwechslung zu Pizza und Spaghetti Carbonara. Ich denke, dass der Besitzer aus Bayern kommt. Ich glaube. Okay, gut. Nehmen wir auch einer? Nein, ich nehme das hier. Bene, allora. Alla salute. Alla salute. Prosit. Prosit, alla salute. Prosit. Prost, Kamerad. Indessen landet ein Kreuzfahrtflieger nach dem anderen in Rostock-Lage. Wie gehabt, hier kommt an. Wir haben ungefähr 130 Gäste drauf. Beladen ist hinten und vorne. Wir haben abgehend ungefähr nur 100 Gäste. Wir planen abgehend auch nur das Gepäck hinten einzuladen. Am besten nachher mich nochmal fragen. Ich spreche das nochmal ab, ich mit dem Cockpit und mit den Jungs drin. Ansonsten, Flieger kommt von da gerollt. Das heißt, Abstellung dann direkt hier am Prozedere kennt ihr. Genau. Die ankommenden Gäste aus Madrid haben möglicherweise kühleres Wetter erhofft. Pustekuchen. In Rostock-Lage sind 28 Grad im Schatten. Oliver Dahmer von der Luftaufsicht freut sich natürlich über die spanischen Costa-Gäste. Aber vielmehr noch darüber, dass sie früher da sind als geplant. Die sind jetzt 10 Minuten eher gekommen, ne? Ja, wo sind unsere Paxi überhaupt? Sind schon da. Ja, die sind schon alle fertig. Ist auch schon da, aber das Gepäck da, ne? Doch, das Gepäck wird eingeladen. Das Gepäck ist auch schon da? Das, was uns zugute kommt, die Maschine ist jetzt 10 Minuten eher da. Und dementsprechend können wir die Verspätung von, oder beziehungsweise die unangemeldete Alitalia-Anmeldung entsprechend dann kompensieren. Die Maschine aus Rom kommt dann auch pünktlich und leider mit den sperrigen Gepäckcontainern, die den Verkehrsleiter so viel Zeit kosten.
Aber die Koffer sind schon ausgepackt, als die Maschine aus Paris einfliegt. Und es dauert keine weiteren 10 Minuten, da ist der Flieger aus Milano auch schon da. Aber keiner der urlaubsreifen Passagiere muss irgendwelches Reisegepäck vom Band zerren und zum Bus rollen. Um all das kümmern sich der umtriebige Verkehrsleiter und sein Team. Schließlich will Rostock-Lage zum Kreuzfahrtflughafen Nummer 1 im Nordosten werden. Auch Passagiere 70 plus sollen bequem vom Flieger aufs Schiff kommen. Okay. Sind die vom DRK schon weg? Bitte? Sind die vom DRK schon weg? Nee, die sind gerade auf der anderen. Also. Reibungslos muss alles laufen. Er hat nur 2 Stunden für die Aktion. Ich check nach, dass die Wege entsprechend barrierefrei sind, dass es keine Stauung gibt, dass die Passagierstrom läuft und dass es angenehm kühl ist. Und selber mal aufs Schiff? Ja, gerne, aber da müssen wir noch ein bisschen sparen für. Oliver Dahmer hat seinen Job gemacht. Jetzt sind die anderen dran. Ja, hundertprozentig. Busse stehen bereit. Viele Arbeit steckt natürlich in der Vorbereitung drin. All das, was dazu gehört, ist eine Menge Arbeit. Und das Schönste ist wirklich, wenn Sie heute sehen, dass es klappt. Das hat es am Flughafen Rostock-Lage früher nicht gegeben. Überfüllte Gates und Gänge, Stau vorm Terminal. Das geht jetzt jeden Freitag so. Kreuzfahrtalarm. Zum Mittelmeer wäre es für die meisten Gäste hier wohl kürzer gewesen. Aber es lockt die kühle Ostsee. Später Nachmittag, 16:30. Alle Mann an Bord. Die Aida Diva soll als erstes ablegen. Die Gangway wird gleich eingeholt. So, in der Mitte gleich geht's los. Hafenrundfahrt mit der Verabschiedung der Aida. Hafenrundfahrt mit der Verabschiedung der Aida. Wer möchte mit? Gleich geht's los. Gleich geht's los hier, wenn er mit möchte. Rundfahrt mit, wer gleich fahrt hier? Hallo. Hallo, Sie möchten mit? Danke. Das lässt sich Udo Horn natürlich nicht entgehen. Wenn schon nicht mitfahren, dann doch hautnah dabei sein. Neue Fotos aus ungewöhnlichen Perspektiven erhofft er sich, denn einen Dreier gibt es nicht alle Tage. Der Seekanal ist voll mit großen und mit kleinen Kreuzfahrtschiffen. Zumindest gehört es zur Kategorie der Passagierschiffe. Auch wenn es nur hier mal Strom auf und Strom abfährt. Aber dazu zählen es eigentlich. Es gibt ja 3 Kategorien. Es gibt ja im Prinzip die Hochseekreuzfahrtschiffe, die Flusskreuzfahrtschiffe. Und dann gibt es ja im Prinzip die Hafenrundfahrten machen, so ganz kleine, wo es ungefähr so bis 120, 150 drauf geht. Und dann gibt es ja noch die Fährkreuzfahrten. Auf der Brücke der Warnow-Star ist Schiffsführer Steven Kirchner ziemlich angespannt. Navigieren und gleichzeitig moderieren. Es ist viel, weil ich auch sehr viel rede dabei. Darum ist es viel. Also man muss mit einem Ohr musst du auf dem Funk sein, mit dem anderen Ohr musst du in den Hafen gucken und dann musst du den Leuten aber auch noch was erzählen. Und ob denen das denn gefällt, das musst du denn auch noch gucken. Ne? Das siehst du ja dann an der Gesichter so ein bisschen. Die Gäste lieben etwas Spannung. Der soll dann 18.30 Uhr rausgehen, genauso wie die Viking Star. Wird sehr eng, wir werden sehen, wie das nachher alles passt. Ich werde sie da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bernd hat jetzt noch einmal umdisponiert. Lisa, die Tochter seines Kumpels und Bassisten, soll es mal versuchen. Jetzt schwimmen wir an. Drück mal auf den Knopf da, jetzt muss aber gehen. Aber muss stimmen. Erste Sahne kann ich noch, besser als ich. Die singt noch schöner als ich.
Lisa ist 13. Zusammen mit ihrem Vater Jörg hat sie ein kleines Programm einstudiert. Lisas Stimme und der Rhythmus der beiden Herren öffnen endlich die Geldbörsen. Ein steiniger Weg zur ersten Million. Schau hin, was du da drin hast im Hut. Alles deins. Alles deins. Alles deins, was da drin ist. Alles deins. Da lacht das Herz, gell? Schön, gell? Da freust du dich. So viel verdiene ich nicht mal. So viel verdiene ich nicht mal. Komm her. Nein, mach ich nicht. Die Kleine soll ja was verdienen. Das finde ich ja schön. Der Rest bleibt drin. Damit auch was im Hut ist. Die wird noch eher Millionärin als ich. Ich bin ja noch nicht hier so oft, das ist das zweite Mal. Und letztes Mal, ich glaube, da war auch eins da, oder? So. Ja, und da. Man merkt schon, also wenn Leute da sind, die jetzt vom Kreuzfahrtschiff kommen oder so, oder ja, die einfach hier sind, die geben dann halt mehr, sind halt fröhlicher. Also das macht richtig Spaß, weißt du? Das ist affengeil, mehr kann ich nicht sagen. Ob einer da ist oder nicht, ob ich Geld verdiene oder nicht, das spielt alles keine Rolle, du. Just to break it hard on anymore. Getting away this blues. Drei Hüte hat Bernd am Ende doch nicht gebraucht. Und Millionär ist er schon gar nicht geworden. Und als Kavalier hat er seine Tageseinnahmen an die 13-jährige Lisa verschenkt. Was soll's? Morgen früh, 6.30 Uhr. Beginnt die nächste Show. Wenn die Kreuzfahrtschiffe Abschied nehmen, sind alle ein bisschen wehmütig. Nur einer ist froh: Jürgen Brandt. Wenn er von Hohe Düne rüberfährt nach Warnemünde, dann bestimmt nicht, um tränenreich Abschied zu nehmen von den großen Pötten. Gerade hat er erfahren, dass die Kreuzfahrtreederei Princess Cruise, deren Schiffe auch nach Warnemünde kommen, eine 40 Millionen Dollar Rekordstrafe zahlen muss. 8 Jahre lang sind illegal Öl- und Kraftstoffreste ins Meer geleitet worden. In Ärmelkanal und Nordsee. Um Kosten zu sparen. Mehr denn je ist sein Vertrauen in die Branche tief erschüttert. Am Kai verabredet er sich mit einer langjährigen Mitstreiterin gegen den Kreuzfahrtqualm. Zusammen mit Magdalena Fleming hat er bei den Behörden schon unzählige Eingaben gemacht, um für neue Filtertechnik, sauberen Kraftstoff und Landstrom zu kämpfen. Bislang allerdings vergeblich. Ich weiß nicht, warum uns diese Firma, die diese Abgaswerte im vorigen Jahr gemessen hat, warum die uns weiß gemacht haben. Ja. Letztens alle Werte, alles vorgetragen, alles auf Tabellen und richtig ordentlich gemacht. Warum die behaupten, es sind noch keine Grenzwerte erreicht? Nein, weil die Grenzwerte nur die Mittelwerte darstellen, nicht die Spitzenbelastung. Wenn da einen halben Tag die Grenzwerte sehr überschritten werden oder sehr hoch sind, aber nachts wieder nicht so viel los ist. Ja, nur man muss ja tagsüber auch atmen. Es nutzt ja nichts, wenn ich die Luft anhalte und die Spitzenwerte so hoch sind. Ja. Also der Mittelwert als Grenzwert ist meiner Meinung nach vom Gesetzgeber ein ganz falscher Ansatz. An Pier 7 dagegen fängt jetzt schon das große Hafenkino an. Ja, Lotse hat sich gemeldet, alle Gäste an Bord. Es geht pünktlich los. Das ist schon mal sehr viel wert. Wir fahren jetzt mal hoch bis Yachthafenresidenz und dann versuchen wir uns nachher da, das ist der Schlepper gerade vor, versuchen wir uns nachher einzuordnen da zwischen den beiden Schiffen, wenn wir Platz finden. Und dahinter haben sich nämlich schon die Cops gelegt. Von daher werden die uns da keinen Platz lassen. Gestern ging noch so ein Segler dazwischen und der Segel und die Fähre dann im Ausgang und der andere wollte losfahren und naja, da wird es immer ein bisschen enger. Und dann geht's sogar noch schneller als gedacht. Nee, wir werden uns ein schönes Plätzchen suchen. So, wenn Sie geguckt haben, Festmacher stehen schon alleine. Also geht ja noch jeden Augenblick los. Wir kommen mal ganz kurz rüber auf die rechte Seite, dann werden wir uns gleich ein schönes Plätzchen suchen. Haben wir den Traffic, Aida Diva? Moment. Aida Diva, machen wir Traffic. Es geht hier so mehr oder weniger 2 Minuten. Okay. Wir lassen das mal mit der rechten Seite, wir ordnen uns mal gleich hier beim Viking-Schiff ein.
Man müsste ja gleich losgehen. Ja, noch 2 Minuten. Oben auf dem Peildeck stehen sie ja auch schon alle und warten. Udo Horn ist Profi, hat aber immer noch das Kribbeln im Bauch. Besonders beim Schiffstyphon. Geht immer so schön in die Bauchdecke rein. Manche haben sich ja beschwert, die wollen das ja nicht, das ist so laut. Aber das gehört nur halt zu einer Hafenstadt dazu, das ist das Flair. Leinen los für die AIDA mit all den anderen hupenden Schiffchen drumherum. Ja, alles guckt nach da, nur wir nicht. Wir sind dumm, was wir kennen das. Wir können es nicht einschätzen, nicht würdigen. Die beiden Kritiker sehen aber auch, dass die Reedereien schon einiges getan haben gegen den giftigen Rauch aus den Schornsteinen. Es ist ziemlich, als wenn sie schon etwas gemacht hätten, ne? Na gut, die haben wahrscheinlich einen besseren Motor, eine bessere Verbrennung. Und natürlich, das Schiffsdiesel hat vielleicht nicht ganz so viel Ruß wie das frühere, was sie hatten dann. Aber es ist da oben jetzt natürlich, was zu sehen, ne? Sehen ja, Sie natürlich doch, kommt ne? Da was raus. Ja. Ist da eine Wolke schon. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, der Durchmesser dieser Schornsteine ist ja, ja etwa 1 Meter. Ne? Wenn man jetzt vergleicht, wie groß die Menschen sind, ja. Das ist ja mindestens so viel, so ein Durchmesser da. Ne? Doch, zu sehen ist es schon. Ja. Ich sehe das ja ganz nah immer, jeden Tag. Die große Geleitfahrt kann beginnen. Hinaus auf den Seekanal. Das Gedränge ist groß, aber alle wissen, was sie zu tun haben. Und einer ist mitten im Fotofieber. Kreuzfahrtexperte Udo Horn. 40.000 Bilder hat er schon und braucht doch immer mehr für seine Kreuzfahrtkalender, seine Kreuzfahrtposter. Demnächst gibt er sogar ein Kreuzfahrtlexikon heraus. Oh, ja, da möchte man am liebsten gleich umsteigen. Ja, da bleibt schon was hängen. Da ärgert man sich. Shit, warum kannst du jetzt nicht auf den Dampfer sein? Aber naja. Familie Baumgart hat es da besser. Sie gehört zu den fast 800.000 Gästen, die hier in dieser Saison ein- und auschecken. Von April bis September sind es dieses Jahr über 180 Anläufe der großen Traumschiffe. Damit steht Rostock-Warnemünde auf Platz 1 der beliebtesten Kreuzfahrthäfen in Deutschland. 2 Stunden später legt die Costa Favolosa ab, aufgetankt, mit 609 Passagieren. Das Dinner wird gerade serviert. Kreuzfahrtromantik in Warnemünde. Nächstes Jahr mit noch mehr Anläufen, noch mehr Schiffen und noch mehr Besuchern. Aber hoffentlich nicht mit noch mehr Kreuzfahrtqualm.